Moin, moin! Da sind wir wieder, für uns der dritte Part hintereinander. Dass du das immer erwähnen musst, das interessiert Ja, doch niemanden. doch. Ah. Merkt man aber auch, weil wenn wir wissen, was wir im letzten So. Part gemacht haben und wo wir hin müssen, Ja. dann weiß man immer, wir nehmen hintereinander auf. Und doch kann man mal sagen, für den Fall, dass die Ich nehme an, wir Konzentration müssen jetzt auch nachlässt. ins Clubhaus. Das haben wir im letzten Part schon gesagt, dass wir mit Boss eigentlich reden, aber da, ja. Hilke? Okay. Über eine Sonnenblume, das heißt, wir sind fertig. Ich glaube, das ist der Böse gewesen. Quatsch. Ich glaube, das ist eine Falle. Du bist nicht richtig. Aber egal. Gehen wir. Aber halt, eine Sache wollte ich noch machen vorher. Mit dem da reden. Nee, Nein. dahin gehen. Warum? Was? Nein, so in der Gitarre. Also muss ich mit denen hier reden. Die sind so glücklich. Okay, also muss ich doch an ihn hier. Ja. Ja, Ach ja, weil wir hatten uns ja letzten oder vorletzten Partner, Ja. haben uns ja Kleidung gekauft, genau. Ja, es sieht doch richtig cool Yeehaw! aus. Indiana Hamtaro. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, was geben wir ihr? Das sieht scheiße aus, aber gut. Hast du nicht irgendwas für den Kopf oder so? Er sieht so cool aus und sie sieht so doof aus. Egal. Wir machen den Hintergrund. Gar nicht. Ach so. Ah, da. Ja, wir haben nur zwei. Wir hatten nur zwei sogar, okay. Kann man die kaufen? Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, das ist so absolut normal, dass ein Cowboy unter Wasser ist mit einem Astronauten. Ja. Ich meine, vielleicht ist es ja auch ein Taucheranzug. Ja, so. Muss ja auch mal sein. Spaß muss sein. So, dann gehen wir in den Hampark. Genau. Das ist bestimmt wieder etwas größer als die Insel. Oh mein Gott. Brumm. Brumm, brumm, Mecha brumm, Hamtaro. Moin, moin. Nein. Der ist doch gar. Oh, jetzt ist Dreck da. Okay. Hammermüll! Statt schrubben heißt es bestimmt trotzdem sauber machen. Ja. Er macht einen auf Kirby. Wollte ich auch gerade sagen. Nur nicht ganz. Und kackt es dann aus. Das ist aber auch so eine Treffgenauigkeit hat, ne? Hat bestimmt doll gepresst. Sorry, Mann. Naja. Ich frage mich, Ja, habt ihr den da wieder raus? Du musst jetzt mit dem wahrscheinlich reden, damit er das wegmacht, ne? ich das jetzt aufheben? Ich glaube nicht, dass du das willst. Ja, aber er macht es. Okay. Und er stinkt bäh. Aber vielleicht brauchst du es ja. Ja. Da. Nur stand es nicht genau vorher. Dieser eine Schritt. Komm, du Gau! Ich
ist eh kein Popcorn. Also für mich sieht das hinten aus wie ein Eis, aber passt schon. Was willst du haben? Popcorn oder Eis? Beides. Klar, Popcorn und darauf Eis schmieren, ne? Das ist ein, so zwei Popcorn-Dinger. Nur zwei Popcorn-Dinger. Du kriegst nicht mal so. Ja, der möchte den Schmetterling. Den kriegt er aber nicht. Und du triffst ihn nicht. Du triffst ihn nicht. Der lacht dich mal aus. Arschloch. Ich sag mal nichts dazu. Nein, aktuell nicht. Nee, also wir haben gerade Schneeregen, also das ist für mich kein perfektes Wetter. Dass sie nicht wieder rot geworden ist. Habe ich mich auch gerade gewundert. Ja, also die sagen bis jetzt nichts Interessantes. Ich dachte, der Junge will, dass wir ihm helfen, den Schmetterling zu kriegen, aber es ist ein tolles Haustier, fliegt nicht weg, also. Hätte ich sie nicht mal auffangen können? Nö. Ich bin nur zum Reden da. So viele hatten wir, glaube ich, noch nie. Der sieht verdächtig aus. Oh mein Gott. Geht's ihm gut? Kenn den nicht. Geh mal hoch. Der da ließ. Hier hat bis jetzt noch keiner Probleme. Du musst doch am Hammer. Genau, das jetzt noch. Oder so. Nö. Den kenne ich auch noch, glaube ich. Also sorry, ich kann nur die Hamster voneinander unterscheiden, die auch wirklich irgendwas Unterscheidenswertes haben. Das Buch hätte er aber auch zu Hause lesen können. Warum geht er extra in so einem Park? Also wäre es ein Park-Park. Okay, aber das ist ein Freizeitpark. Endlich ein Problem. Aber wir können ihm wahrscheinlich noch nicht helfen. Juh. Oh Gott, ich will nicht tauschen. Aber hast du den weggedrückt? Ja, also ich weiß nicht. Also einmal ist cool, ein zweites Mal auch, ein drittes Mal vielleicht. Aber ich glaube, danach wird's problematisch. Hui! Vor allen Dingen, die donnert er ja auch durch. Ja, was soll man tun? Was brauchst du für Hilfe? Also ja, die Hilfe wissen wir, aber... Ja. Ja. Hui! Etwas falsch gelaufen. Ja, wie komme ich jetzt in den Kontrollraum? Ja, geh da runter. Der ist natürlich nicht da oben. Der will bestimmt irgendwo sein, ne? Da war so. Ich weiß warum. Er müsste eigentlich arbeiten. Glaubst du? Sprich ihn doch an. Ja, eigentlich nicht. Nee. Doch, ich glaub schon. Ja, aber jetzt so hört er ja nicht. Also du brauchst wahrscheinlich einen neuen Begriff oder so. Schauen wir erstmal. Hum Rangers! Go, go, Hum Rangers! Dari! Eigentlich Hum Rangers würde besser klingen. Ja, hier steht, das Gute obsiegt immer über das Böse. Heroische Hamster, Hum Ranger, jetzt im Programm. Das muss ich gucken. Der hat bestimmt keine Probleme. Ja. Da kommen wir nicht hin. Oh, ich glaube, jetzt ist er wütend. Der ist vielleicht zuständig dafür.
Na. Ja, okay. Warum wollen die denn alle immer pennen oder so? Stand da? Achso, so, T-Kreis. Ja, T-Kreis heißt das nicht. Doch. T-Tassen. Da steht T. Ja, aber eigentlich heißt das T-Tassen, oder? Ja. Weil die sind. Ja. Red erstmal mit dir. Ja, viele Begriffe haben wir auch gerade nicht zur Auswahl. Nee, haben wir auch nicht. Eigentlich nur das Standard. Ja, ist wahrscheinlich dasselbe. Ja, wie mit Kontrollraum, Raum, genau. Was zum. Kontrollraum. Wieso haben die eigentlich einen Kontrollraum für alles? Das frage ich mich auch. Ja. Heidi! No. Alles spinnt, aber das Regenrad geht gar nicht. Ah ne, da gehen auch nicht. Ja, kann Teetassen. Ah, lieber gar nicht gehen? Ja, kannst ja eh nichts machen. Das sagt naja, ich weiß. Das Ding nicht funktioniert. Na, vielleicht brauchen wir die Information. Das ist ein Riesenrad? Dann gehen wir auf die Toilette zu. Lass mich raten, das ist zu wegen dem Kontrollraum. Da können wir auch irgendwas machen. Nö. Da, ich meine hier wegen. Ach so. Aha, das war ein Geheimgang. Ja, wahrscheinlich. Das auch, okay. Waren wir jetzt auf der Jungen- oder Mädchen-Toilette? Beide waren da nämlich dabei. Tja, eine für alle. Na, warum gibt's dann beide Symbole da? Das weiß ich auch nicht. Whee! Oh. Ich dachte, was gibt's? Nee. Ist das ein Baby? Nein, nein, das war ja. Aber es sieht aus wie so eine Kinderkarre irgendwie. Sieht es ja auch aus, aber da war einfach so ein Ballonstand. Und wir neues Wort. Neues Wort. Brauchen wir das jetzt? Oh. Putschi, niedlich. Gut, gut. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie uns das Wort irgendwie helfen soll. Auf dem Klo. Ja, ich weiß, aber Fragezeichen. Aber was hat niedlich denn mit dem Klo zu tun? Ja, oh, ein süßer Kackfleck. Nein, natürlich nicht, aber ich würde... Hätte ja sagen können. Siehst du? Aber auch so, ich wüsste jetzt nicht, was uns der Begriff gerade bringen soll. Können wir auch wieder kaufen. Ach, dann kaufen wir erstmal. Dann haben wir wenigstens erstmal was mit diesem Part, wo ich sagen kann, ey, Klamotten. Mhm. Wir haben hier genug Geld. Amha. Willkommen. Geil. So, gut. Wie hinten hier Kostüm. Oh, wir haben schon das Geweih. Ja, ist doch egal, oder? Ich bin vorzu rot bei Weihnachten, aber wo reden hier Weihnachten? Ja. Noch. Schade, dass es kein Blau gibt. Den gab es doch Blau. Ja, Pink auch, ne? Wobei ist das hier das Original oder das? Das ist ja so Nina. Ich glaube, das. Ich würde das ja sagen. Das war nämlich so ein bisschen dumm. Aber Blau gab es auch, ne? Oder? Das war nicht. Also weiß ich nicht. Nikolausmütze. Rot, ne? Nehmen wir beide. Rot und Pink. Ja. Hättest du auch Grün und Rot nehmen können. Grün sieht doch kacke aus. Federschmuck. Mach Blau. Ich mag gar nicht Blau. Oder doch?
Ja, die fehlt aber blau, aber dann ist das unten gelb. Ich finde, das sieht sogar. Ja, nimm das einfach. Ist mir zwar ein bisschen zu kräftig, aber egal. Das sieht wenigstens noch irgendwas aus. Winnie, du würdest dich im Grab umdrehen. Der Kimono. Ich bin für blau. Oh, naja, wobei. Mach mal gelb. Gelb ist ja eigentlich ganz. Das finde ich gut mit dem Pink da drüben. Ja, wenn du meinst. Ja, blau war diesmal nicht so gut, fand ich. Weil sonst, ja, ich weiß nicht, blau war nicht so gut. Der geht auch noch oder so. Der rosa, was wie sah rosa aus? Ja. Nee, den mag ich nicht. Also ich bin so, der rote geht vielleicht noch, ja. Und aber jetzt nicht? Nee. Wir haben alles einmal gekauft, alles gut. Eins sogar zweimal gekauft. Jetzt sind wir wieder blank. Noch nicht. Hier sind wir einmal rum. Nee, nicht ganz. Da oben warst du schon, ne? Oder nee? Hat er gepupst? Nein. Doch. Ham rot. Ham pupst. Attacke Explosion oder so, ne? Na, falsch. Ich will seinen Pups nicht riechen. Der greift dich gleich an. Ja. Oh, neues Wort, oder? Ja. Dachte, wir hätten das schon, das aber nein. Das ist aber bestimmt nicht fürs Klo. Wütend. Ja, aber auch das Wort kann ich mir im Moment nicht so vorstellen für unser Problem. Was steht da? Das Stiggy Duggy Du. Das ist eine Begraben, ist das oben drüber? Das Poker? Das sind von Minispiele, oder? Ach, geh mal rein. So schwer kann es nicht sein. Yo. Ja, können wir uns leisten, ne? Gerade so. Ich würde sagen, ja. Okay, ich hätte auf gut Glück gemacht, aber passt. Ja, nu. Ja. Das Spiel beginnt, sobald kleine Papierschnipsel von der Decke segeln. Ja, ah, okay. Na, das kriegst du wohl hin, ne? Also eine Minute. Jo. Naja, gut, das kriegen wir hin. Ja, wir haben noch 44, also. Jetzt, ja. Also für mich ist das nur Kies, aber... Nein! Naja, eingekriegt. Auf 100 kommst du ja wohl auf jeden. Bisschen drüber. Hilfe! Ich mach die ganze Arbeit, siehst du das nicht? Ich hab noch keine Rosa denn gehabt bis jetzt. Was ist das? Zeitstrafe oder Timer? Das weiß ich nicht. Zeit war das nicht. Oh, hier zwei blaue. Du diese. Jetzt versuchen, pinken zu kriegen. Immerhin nein. Aber Pinky. Also eine Minute kann mal ganz schön lange vorkommen, ne? Ich denke schon, dass ich einen Zeitbonus hatte. Weiß ich nicht. Aber du hast 430, ne? Schaffst du noch die 500? Ja. Ja. Da kommen aber auch viele Türkise, finde ich. Ja, Zeit. Von 6 Sekunden auf 15. Mist. Da kommt noch ein Pinker. Juhu. Ja. Noch ein Pinker. Nein! Nicht mal ein. Egal, 720. Wir müssen jetzt mal spielen, ganz gut. Kriegen wir jetzt einen Preis? Aber wir haben die Best-Punkte noch nicht erreicht, die Bestzeit.
Ja, ich denke, nee, das ist ja da 860, ne? Ja. Eine grüne Murmel. Ich weiß nicht, was wir damit machen, aber sie wird irgendwann wichtig sein. Bestimmt. Vielleicht. Wir können ruhig kurz aus, sonst heißt es ein bisschen drüber sein. Ich würde gerne die anderen Minispiele auch nochmal sehen. Na gut. Zahlbauts. Es sieht eigentlich aus wie Kegeln. Oh, okay. Nee, ich habe keine Ballons gesehen, also. Ich denke, wir lassen uns überraschen und gucken nicht auf die Tafel, ne? Meinst du? Boah. Okay. No risk, no fun. Dann wir selber. Es ist nichts für Frauen. Hallo? Das war nicht gut. Eine Reihe. Drei Reihen. Wow. Hä? Eine Eichel. Also das andere ist, glaube ich, sinnvoller gewesen. Ich habe auch irgendwie nicht so ganz verstanden, was du da gemacht hast. Du hast einfach nur gedrückt, kann das sein? Ja. Oder nicht? Ja, Stachy, oder? Cool. Ja, Preise. Oder Luftballon wäre auch nicht schlecht gewesen. Blumenwalzer. Aha. Ein Stein. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn du die Sonnenblumenkerne gekriegt hättest, wärst du besser dran, dann hättest du mich nichts gekostet. Ah, guck mal lieber. Ja. Du bist voll gemein. Das Brockeldings. Ja, dann. Na gut. No risk, no fun. Vielleicht. Extra dieser Pfeil, ne? Ja. Ja. Wie er so zwinkert. Ui. Ja? Nein. Ich kann es mir nicht schon denken. Okay, was denn? Es ist quasi... Memory buddeln? Ja, denke ich, sowas in der Art. Einfach so ein hier... nicht ein Lottoschein, sondern so ein Rubbellot. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Du hast dir für die anderen erzählt. Ich glaube, das war Pi, oder? Das war falsch. Drei Versuche bleiben noch. Ja, das war da. Das war wirklich genau das? Ja. Ah, okay. Ba-bam. Es ist doch wie Memory. Herz. Mach einfach auf gut Glück oben links. Hatte ich hier genau vor. Wow! Haha! Nur auf Glück machen. Naja, 3 von 4. Aber es ist mehr Glück irgendwie als alles andere. Nein. Nö. Also ich finde nur das Bruckelding, das ist vielleicht noch ganz nett. Ja. Ist auch nicht schlecht. Aber alles wieder drin. Oh. Ich hab einen Stein. Und noch meine zweite Eiche. Okay, es ist immer noch besser als das zweite Spiel. Also das zweite Spiel ist richtig doof von den Gewinnen. Nee. Übrigens bei so vielen Sachen, die ihr uns geschenkt habt, ne? Sind ihr denn nicht arm? Tja. Ja, gibt bestimmt nur einen, wenn du 4 richtig hast, dann gibt's noch was.
Und das ist schon das Beste. Rekord 5 Steine. Mhm. Wer will denn 5 Steine haben? Ja gut, aber das sind nur Minispiele. Das hat uns jetzt absolut nicht weitergeholfen. Und unsere Zeit ist jetzt auch schon leider wieder um. Ne? Ja, ich will noch kurz eine Sache gucken. Ja, geht nicht. Das war nicht das, was ich gucken wollte. Das war nur ganz kurz, was anderes. Links, was? Ging's da eigentlich auch? Nee. Das heißt, es ist der grüne Ranger. Ja. Ach, und das ist der gelbe. War das der gelbe? Der ist doch gelb im Gesicht. Vielleicht. Gut, könnte. Ah, der hat aber nichts auf dem Kopf, ne? Ah, warte. Nein. Nein. Ja. Okay, leider nicht. Hätte ja sein können, aber gut, wir werden schon irgendwie rausfinden, wie wir aufs Klo kommen. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern, ne? Nehme ich mal an. Mach das falsch. Ist wieder ein bisschen schwieriger. Kannst ja nicht buddeln. Ja, ich wollte auch nur nochmal aufmachen. Bringt uns auch nichts. Naja, dann schauen wir einfach mal, wie es im nächsten Part ist, ob wir dann weiterkommen. Was, ja, ist irgendwie. Nur die Frage, wie, genau. Also denn, bye.